wenn sich so ein bisschen die Aufregung legt, vielleicht wird das eine oder andere auch Schule machen. Also gerade das, was jetzt oft vorgeworfen wird, dass das so ein gigantischer Videoclip ist und so schnell montiert ist. Wer weiß, ob es nicht gerade viele Leute beeinflussen wird. Wenn man sowas, wie du es gemacht hast, schon schafft in so jungen Jahren, ja, und das als Regisseurin, was ja, glaube ich, nicht der leichteste Beruf ist, was glaubst du, welche Eigenschaften man mitbringen muss, um eine gute Regisseurin zu sein, außer dass man natürlich das Handwerk beherrschen muss? Ich glaube, das Wichtigste ist, wie in jedem anderen künstlerischen Beruf, denke ich, weiß nicht, ob ihr das bestätigt, aber ist im Grunde genommen, versuchen, auf seinen Instinkt zu hören, ist das Wichtigste. Den rauszukramen, den immer dabei zu haben. So. Mhm. Und natürlich, ich vertrete im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen Kollegen die Theorie, dass zum Beispiel, was die Arbeit mit Schauspielern angeht, ich glaube, mehr aus einer aus einem Vertrauen entsteht oder aus einer Ermutigung. Mhm. Also ich glaube überhaupt nicht an diese Nummer brechen und dann, mhm, ja, das glaube ich nicht. Also ich versuche das umgekehrt zu machen. Und ich war ja, habe ja die Dreharbeiten von Wolfgang Petersens Film In Line of Fire begleitet, mhm, und war sehr beeindruckt davon, wie er auch mit seinem Team umgeht und mit seinen Schauspielern. Es ist eine sehr gute Atmosphäre dort und auch unter großer Ermutigung und sehr humorvoll. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Glaubst du, dass Regisseure, gute Regisseure, was Magisches haben müssen im Umgang mit Menschen? Oh, da müsstest du die anderen Leute fragen, die mit anderen arbeiten. Das kann man ja selbst nicht sagen. Aber du hast immer sehr außergewöhnliche Sachen gemacht. Also in einer Filmhochschule in München hast du ja gelernt. Da gibt es ja Übungsfilme, eine gewisse Anzahl, die jeder machen muss. Und schon dein erster war ganz außergewöhnlich, weil du dir Profis holen konntest, die hast du einfach überzeugen können. Und da ist dann ein berühmter Tiger durchs, spielte eine ganz entscheidende Rolle. Der aus dem Tank? Ja, genau. Ah. Boris heißt er. Ich finde, dass da schon eine gewisse Kraft gehört, an solche Leute ranzukommen. Ja? Sonst hätten sie ja die anderen auch gemacht. Tank oder Eschnapur? Naja, ich habe das deswegen von Instinkt, weil ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber vielleicht versuche, und das ist natürlich auch ein Risiko, und das ist auch das, was jetzt eben gerade passiert, das Ergebnis von dem Risiko ist, der Versuch, was vielleicht etwas Neues zu versuchen, aber was einem selbst als was Neues erscheint. Mhm. Und das ist irgendwie gerade so ein Phänomen, was mit dem Film hier gerade passiert ist, ist, dass es, glaube ich, viele Leute keine Schublade so gibt, weißt du? Also ja. Journalisten, glaube ich, die schreiben eine Zunft, Peter hat ja immer gerne so Schubladen. Mhm. Also das ist das Genre oder das Genre. Und wenn man dann so was Neues versucht, dann sind die ganz irritiert, wenn sie keine Schublade haben, glaube ich. Ist doch gut. Ich meine, das musst du ja besser wissen, du arbeitest ja mit einer Zeitung zusammen, wie das da vorgegangen wird, aber... Ja, nicht immer. Ich meine, für dich ist erstmal eine Schublade... Also du warst erstmal ganz neu für die Leute und ganz ungewöhnlich und das hat ja auch deinen Ruf erstmal begründet. Ja? Dann war natürlich, alle sagen ja, der zweite Film ist so wahnsinnig schwer, dann war die Erwartung natürlich riesig. Und dann kam keine Komödie, sondern in der Tat was Neues. Ja? Aber vielleicht gibt es auch das eine oder andere, was zu Recht kritisiert worden ist. Ja, das kann schon sein, das sagte ich ja niemand, was konstruktiv kritisiert, das versucht man natürlich davon zu lernen, ne? Ist logisch. Das versuche ich natürlich auch. Ist klar, aber in dem Moment, wo, guck mal, du hast davon auch gesagt, das ist das mit diesem langen Videoclip, ne? Ja. Zum Beispiel. Ich meine, de facto so bei dem Film, so ein Fünftel ist sehr Musikfilm. Und in dem Moment, es wird im Moment sehr viel von der Form geredet. Mhm. Sie werden eine Person beschreiben und reden nur vom Kleid und nicht von der Person. Mhm. Ne? Also, da findet auch so viel dazwischen statt. Ja. Also, ich kenne, vielleicht tröstet das ein bisschen, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die gerade bei der Premiere waren und rausgekommen sind und das Gefühl hatten, der Film ist toll, hat mir gefallen und sich nicht getraut haben, das zu sagen. Weil sie das Gefühl hatten, es war so ein Druck, dass man das irgendwie niedermachen muss. Echt, ja? Ja. Aber ich glaube, es hat viel mehr gefallen, als man glaubt jetzt im Moment. Kein Mut zur positiven Einstellung. Petra Roth sagt, keinen Mut zur positiven Einstellung. Würde das bedeuten, wenn Sie sagen, dass... Ja, ich glaube, dass da ein großer Konformismus da ist. Ja? Wenn einer erstmal in ein Horn stößt, dann haben viele Angst, sich dagegen zu stellen und schließen sich dieser Meinung an. Ja. Aber ich glaube, Zuschauer funktionieren da anders, wie die normalen letzten Tage Zuschauer zeigen. Ja, absolut. Also, und noch dann aufgeschossen, also wie die letzten, wie so Vorführungen zeigen und Previews und so weiter. Das macht mich, stimmt mich dann doch sehr froh, dass die letzten Tage abgelaufen sind. Also in Previews oder Test-Screenings war sehr, sehr positiv und ganz begeisternd. Also wir sind alle sehr glücklich drüber. Als du abgeschminkt gedreht hast, bist du mit deiner Produzentin auf dem Moped
an den Kinos vorbeigefahren und hast dir die Zuschauerzahlen geben lassen. Genau. Machst du dieses Mal wieder? Klar, also das ist das Erste, was man abends macht, ist nachfragen, wie viele Leute drin sitzen. Und? Sowas. Wie läuft das? Also gestern war ganz, ganz toll. Gestern war ganz, ganz toll. Und wenn dann Zuschauer auf mich zukommen und dann sagen, oh, wir haben gelacht und wir haben geweint und wir hatten ein intensives Erlebnis, egal jetzt wie gelagert, dann macht mich das froh und dann ist es genau das, wofür man ja den Film letztendlich macht. Doch wunderbar. Ja. Und wenn das in keine Schublade passt, dann ist das doch was Neues, was passiert. Und was wäre je neu entstanden, wenn es immer schon in Schubladen gepasst hätte? Da wäre nie irgendwo ein Fortschritt gekommen, wenn es immer nur nach den Schubladen gegangen wäre. Also ich finde das unglaublich toll, was Sie machen, muss ich Ihnen wirklich sagen. Und wenn man davon angesprochen wird, wenn die Leute sagen, das ist was ganz anderes, Qualität erkennen sie immer, ob sie in der Schublade sitzt oder nicht. Liebe Katja, lass dir nachher die Kontonummer von Ismail angeben. Ja. Genau. Das war ein schöner Abschluss. Vielen Dank.